Hallo Leute, ich bin ein wenig aus. Ich glaube, ich sehe gerade ziemlich fertig aus. Aber darum soll es nicht gehen, weil ich werde jetzt einen Selbstversuch starten. Ich habe nämlich bei Sabi, also Dear Love Stay, ein Video gesehen, wo sie sich selber die Haare schneidet. Und weil meine Haare eh mal wieder geschnitten werden müssten und ich mal nicht zum Friseur gehen wollte, dachte ich mir, probiere ich das jetzt mal aus. Ich weiß nicht genau, wie sich das bei meinen Haaren verhalten wird, weil ich ja relativ lockige Haare habe. Und dann mit den Stufen. Also ich habe schon Stufen drin. Also ich habe ja hier diese eine Stufe, dann hier und da. Also aber die sind halt eher vorne und die sind nicht hier gestuft, ne? Deswegen weiß ich halt nicht, wie das sich so verhalten wird. Wahrscheinlich wird es viel voluminöser werden und so. Aber ich schaue mal, wie das dann aussehen wird. Und ich werde auch nicht so viel abschneiden, also kann es eigentlich nicht so schief gehen. Aber ich habe schon ein bisschen Angst. Aber ich mache das jetzt. Ich werde mir jetzt gleich die Haare waschen, weil sie sollten mal drin gewaschen werden. Und ich glaube, mit in nassen Zustand ist das einfach bei mir viel besser wegen den Locken. Und dann werde ich mir damit die Haare schneiden. Das ist eine richtige Schere, also eine richtige Haarschere. Ich glaube, ich werde mir die auch nicht ausdehnen. Also normalerweise dünne ich sie mir immer aus. Also der Friseur dünnt sie mir immer aus. Also so sind sie jetzt im ausgedünnten Zustand. Aber ich versuche es mal diesmal ohne. Ich habe zwar auch so eine Schere, so sehen die aus. Aber davon gehen die Spitzen immer so kaputt. Und wenn die Haare nicht ausgedünnt sind, finde ich, fühlen sie sich viel schöner an. Und deswegen versuche ich es mal ohne und ich kann sie ja dann im Nachhinein immer noch ausdünnen. Also, dann machen wir das jetzt. So, ich habe jetzt mir diesen Zopf hier gemacht. Also so soll ich das jetzt machen. Und jetzt muss ich nur noch unten das gerade abschneiden, so viel ich will. Also, ich glaube, ich nehme erstmal nur so viel. Oder doch weniger. So viel nehme ich jetzt ab. Ich habe Angst. Okay. Ich glaube, ich nehme doch weniger. Jetzt habe ich da reingeschnitten. Mal schauen, ob es relativ gerade ist. Joa. Es muss nicht so gerade sein, hat sie gesagt, aber ich glaube, das ist schon ganz gut. So. Ich habe es getan. Dort unten liegen jetzt meine Haare und ich mache jetzt den Zopf auf. Uff. Okay, ich merke, von der Länge an sich ist nicht so viel abgegangen. Das ist schon mal gut. Okay, ich gucke mir das jetzt erstmal selber an, dann melde ich mich gleich zurück. So, meine Haare sind jetzt trocken und ihr seht das Ergebnis. Also, ich finde,
Das kein Groß, also es ist auf jeden Fall nichts schief gegangen, sagen wir es so. Und man merkt auch nicht so einen großen Unterschied zu vorher. Also es sind halt etwas stufiger geworden. Aber ansonsten ist eigentlich alles ganz gut gelungen. Was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass hier diese Stufe vorne auch noch kürzer wird. Also bei ihr war sie ja noch viel kürzer. Aber ich glaube, ich schneide die dann auch einfach noch nach. Deswegen ist das jetzt auch nicht so schlimm. Alles gut, dann tausche ich mir die Haare jetzt nicht. Und ich finde, das sieht jetzt auch nicht so schlimm aus. Und von der Hauptlänge ist auch eigentlich das gar nichts weggegangen. Also ihr seht sie noch so lang. Deswegen, sie sind jetzt nicht kurz geworden, was ich auch nicht wollte. Ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Mal schauen, ob ich das irgendwann mal nochmal ausprobieren werde oder dann doch wieder zum Friseur gehe. Aber momentan bin ich ganz zufrieden damit. Mal sehen, wie sich meine Haare so in den nächsten Tagen verhalten. Ja, das war's. Ich hoffe, euch gefällt der Unterschied, auch wenn er jetzt nicht so groß ist. Also schreibt mir, wann ihr es besser fandet. Wobei am Anfang des Videos waren meine Haare auch richtig scheiße. Also könnt ihr das vielleicht auch nicht so gut beurteilen, aber eigentlich kennt ihr ja meine Haare. Und ja, das war's. Wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss!